Einen herausragenden Fall organisatorischer Defizite sieht der Europäische Rechnungshof bei Frontex. In einem Prüfbericht wird bemängelt, dass die Grenzschutzbehörde die Mitgliedstaaten der EU nicht ausreichend wirksam dabei unterstützt, illegale Migration und grenzüberschreitende Kriminalität abzuwehren. Gleich spreche ich darüber mit einem Experten für internationale Politik. Zuerst hat sich Tobias Hollerer angesehen, worum es geht. Sie kommen aus Syrien, Tunesien, Libyen, oft in Booten über das Mittelmeer. Durch die Corona-Pandemie ist die Flüchtlingsfrage weitgehend in den Hintergrund gerückt. Jetzt dürfte sie wieder stärker ins Blickfeld der EU kommen. Denn zuletzt sind wieder deutlich mehr Migrantinnen und Migranten in Europa angekommen, etwa auf der italienischen Insel Lampedusa. Eine vermeintlich wichtige Rolle, um die Asylprobleme der Europäischen Union zu lösen, spielt die Grenzschutzagentur Frontex. Aber an der hagelt es scharfe Kritik von Seiten des Europäischen Rechnungshofes. Es sei völlig unklar, wohin die Millionen an EU-Steuergeld fließen und welche Aufgaben die Agentur genau erfülle. Frontex unterstütze die EU-Länder nicht wirksam genug beim Grenzschutz, heißt es in einer Aussendung. Frontex schlittert von einer Krise in die nächste. Erst Ende Mai haben mehrere NGOs beim Europäischen Gerichtshof eine Klage wegen Menschenrechtsverletzungen gegen Frontex eingebracht. Der Grenzschutzagentur wird das Zurückdrängen von Flüchtlingsbooten auf hoher See vorgeworfen. Im Jänner ist zudem bekannt geworden, dass die EU-Behörde für Betrugsbekämpfung OLAF gegen Frontex ermittelt. Der Ruf nach einer Reform der Grenzschutzagentur wird also lauter, auch von Seiten der Sozialdemokraten. SPÖ-Sicherheitssprecher Reinhold Einwallner meint, Frontex dürfe jedenfalls nicht weiterarbeiten wie bisher, denn das würde nicht seiner Auffassung von effektivem Außengrenzschutz entsprechen. Es bleibt fraglich, wie es mit Frontex weitergehen soll. Eigentlich soll die umstrittene Grenzschutzbehörde in den kommenden Jahren sogar erheblich wachsen. Bis 2027 sollen die Einsatzkräfte von 1.500 auf 10.000 aufgestockt werden.